Und hallo vom Roten Sofa beim GMK Forum 2018. Und bei uns ist jetzt Wolfgang Ressmann. Hallo. Hallo. So, Sie sind Vorsitzender beim Bundesverband Bürgermedien. Was sind Bürgermedien? Das klingt so demokratisch. Ja, Bürgermedien sind eigentlich auch eine urdemokratische Einrichtung. Mittlerweile, seit 1984 ging es los in Ludwigshafen. Ich leite auch den offenen Kanal Ludwigshafen. Mittlerweile gibt es über 149 unterschiedlich ausgeprägte Bürgermedien in kleineren Städten, in großen Städten, die sich unterscheiden, aber in einem verbunden geblieben sind, dass sie zugangsoffen sind, dass sie Bürgern die Möglichkeit geben, eigene Beiträge zu produzieren, aktiv an Mediengestaltung mitzuwirken und vor allen Dingen zunehmend in die Rolle kommen, auch Nachwuchskräfte zu qualifizieren für das gesamte Mediensystem. Sie können Mediengestalter Bild und Ton in offenen Kanälen, wie sie früher hießen, oder in Bürgermedien lernen. Mittlerweile gibt es in Ludwigshafen demnächst den ersten Studienplatz im Bereich digitale Medien mit der Dualen Hochschule Mannheim zusammen für Bachelor und so weiter. Eine breite Palette. Es gibt Volontariate in Bürgermedien, also die Artikulation von Bürgerinnen und Bürgern plus die Ausbildung, was sich gegenseitig verstärkt, gibt den Bürgermedien in der Tat nach wie vor einen ganz wichtigen demokratischen Aspekt in der Krise, gerade lokaler Öffentlichkeit. Mhm. Wenn wir über Demokratie sprechen und Teilhabe, geht es jetzt beim GMK-Forum auch ganz viel um Inklusion und digitale Teilhabe. Was haben Sie denn so für Erfahrungen gemacht mit Bürgermedien und Inklusion? Also auch da waren wir in Rheinland-Pfalz sozusagen führend, weil wir haben uns auch in unserem Team dran getraut, die erste schwer hörgeschädigte junge Dame zur Mediengestalterin Bild und Ton auszubilden. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das ist bei der Initiative damals Wirtschaft inklusiv, heute heißt es Unternehmen für Inklusion der Arbeitgeberverbände, auch eines der Leuchtturmprojekte geworden, weil wir da wirklich die Ersten waren. Die Ausbildung hat gut funktioniert. Jetzt besteht das Problem Arbeitsplatz, erster Arbeitsmarkt. Und da wollen wir als Zusammenschluss mit dem MOC Frankfurt, mit dem offenen Kanal in Frankfurt und hoffentlich anderen offenen Kanälen, die das auch schon angefangen haben, bundesweit ein Inklusionsmagazin machen und hoffen da natürlich auch auf externe Unterstützung. Also da sind wir auch dann vom Verband unterstützt, hintendran, dass Bürgermedien auch da voranschreiten, weil ZDF und auch andere öffentlich-rechtliche Anstalten hätten diese Ausbildung nicht möglich gemacht, weil das ein Ausschlusskriterium gewesen wäre. Auch da sind wir Eisbrecher im demokratischen Sinne. Und normalerweise lokal. Sie haben aber auch ein Projekt jetzt gemacht mit der Ukraine, richtig? Wir arbeiten auch international. Auch das ist bei Bürgermedien nichts Neues. Bürgermedien kamen ja aus den USA, gibt es in ganz Europa. Und internationale Arbeit, auch internationale Vernetzung ist eigentlich mit der Geschichte von Bürgermedien verbunden. Jetzt haben wir aktuell bereits zum dritten Mal ein Projekt unterstützt vom Bundesverband Bürgermedien, was wir in der Ukraine durchführen, mit Unterstützung finanziert vom Auswärtigen Amt. Und zwar geht es auch darum, Demokratie, Bürgermedien, Journalistenausbildung und publizistische Pressefreiheit und nach welchen Kriterien muss freier Journalismus arbeiten können, zu kombinieren, gerade in Ländern, in denen offener Krieg herrscht, wie in der Ukraine, und eingefrorene Konflikte, die waren auch noch mit dabei, aus Georgien und Armenien, mit den Universitäten und NGOs. Und gibt es in der Ukraine sowas wie Bürgermedien? Wir sind dabei, das anzustoßen über Webseiten. Es gibt erste Ansätze. Wir haben zum Beispiel aufgrund unseres Projektes wird an der Universität Kiew ein Seminar angeboten über Bürgermedien im Rahmen der Journalistenausbildung. Wir sind dabei, ein Mediensystem oder Medienzentren auch mit Technik, also zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, mit Technik auszustatten. Und es gibt eine Seite über das Projekt, was auch in der Ukraine, die auch in der Ukraine gehostet und auch von dort betreut wird. Das ist infocenter.com.ua, wo
für Ukraine, wo die gesamte Spannbreite des Projektes dargestellt wird und auch die inhaltliche Arbeit dargestellt wird. Ich sag mal zurück zum Lokalen. Für besonders herausragende Projekte haben Sie den Bürgermedienpreis. Was ist das genau? Der Bürgermedienpreis wird auch vom Bundesverband Bürgermedien in der Regel einmal im Jahr verliehen. Wir haben jetzt ein Jahr, 2019 ist das nächste Jahr. Ja, da können sich alle, die Bürgermedien publizieren, sei es in den klassischen Rundfunksendern, die als Bürgermedien arbeiten, oder in dem Bereich offene Kanäle, ehemals offene Kanäle, in den Bürgermedien Fernsehen arbeiten, bewerben, aber auch die mit eigenen Channels auf YouTube und im Internet unterwegs sind, selbst erstellte Beiträge einreichen und dann in verschiedenen Kategorien auch den Deutschen Bürgermedienpreis gewinnen. Okay, wie funktioniert das? Wie kann man mitmachen? Was muss man da tun? Also es gibt die Seite, auch da eine Webseite, www.bürgermedienpreis.de. Wir schreiben ihn jetzt Anfang 2019 wieder aus und dann kann man uploaden. Dann gibt es eine Jury, dann gibt es eine Entscheidung. Das letzte Mal hatten wir, es war sehr schön, begleitet von einer jungen Harfenspielerin, eine 2,5 Stunden Preisverleihungssendung bei Alex Berlin. Und da hatte dann auch eine Initiative gewonnen, die Graswurzel TV aus Hamburg, die auch Reportagen über G20-Gipfel, aber dann auch mit Sea-Watch zusammenarbeitet, wo es also auch um sehr ernsthafte Themen geht und um Themen geht, die nicht unbedingt in den etablierten Medien so aufgegriffen werden, wie das in Bürgermedien oder auch bei Aktivistengruppen der Fall ist. Und dafür sind Bürgermedien als demokratische und publizistische Ergänzung ja auch da. Wunderbar. Okay, also alles mutige, selbstgemachte Lokale kann sich ab 2019 hier bewerben. Ja. Ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Ressmann, und wünsche Ihnen noch eine wundervolle Tagung. Ebenfalls. Vielen Dank. Ja.